Hallo und willkommen auf Noveria. Ja, wir haben uns ja die letzten paar Parts der Hauptstory gewidmet. Mit der es an der Stelle wieder weitergeht. Fuck. Fuck. Ja, nehmen wir 20 Universalge. Ja. Wir haben uns der Hauptstory weitergegeben. Der hier haut dich um. Wie? Meine Albträume sahen früher genauso aus. Zu viel billiger Horror-Trash vor dem Licht ausmachen. Immer gute Miene zum bösen Spiel machen. Wenn sie nicht lachen, müssen sie... ja. Man muss einfach. Bevor die Verbindung zur Zentrale wiederhergestellt wurde, kam unsere Energie aus Batterien. Ich hätte Urlaub einreichen sollen. Nein, ich hätte die letzten paar Allele analysieren müssen. Könnte schlimmer sein, was? Ich könnte einer von denen auf der Krankenstation sein. Im Moment habe ich mehr Angst vor den Wachen. Die sind mir eine Spur zu reizbar. Meine... Sie unternehmen doch was gegen diese Viecher, oder? Ja. Habe ich zumindest vor. Ich muss, glaube ich, einmal rum, oder? Ich hasse was. Zum Mannschaftscasino. Fuck, wo muss ich hin? Yara? Je schneller wir von diesem Kühlschrank verschwinden, desto besser. Kann ich hier rein? Sie gehören nicht zur Crew. Nennen Sie mich Shepard. Ich bin ein Spectre und wurde von der Zitadelle geschickt. Es gibt keine menschlichen Spectre. Jetzt schon. Hören Sie mal, dieser Plage ist es egal, wer Sie sind. Dieses Labor steht unter Quarantäne. Scheiße, wo muss ich denn hin? Ach ja, ist schon wieder etwas her, seit ich Mass Effect gespielt habe. Gehen wir ins Casino. Ja, schon wieder etwas her, war die letzten Tage wieder etwas beschäftigt. Heute komme ich mal wieder dazu zu spielen. Hab natürlich wieder keinen Plan, wo wir stehen geblieben sind. Also, na gut, die letzten Tage wäre ich an sich dazu gekommen, aufzunehmen. Ich habe auch aufgenommen. Ich habe aber League of Legends aufgenommen. Dachte mir, mach's da einfach mal, dann habe ich gemacht. Lief auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind mit Absicht hier lang gegangen. Ja, scheiße gelaufen. Müssen wir halt wieder zurück. Aber ich glaube, wir mussten wirklich da den Gang lang. Ja, passiert. Kann man nicht ändern. Tut mir leid. Meine Fresse, heute bin ich aber müder als sonst. Gut, es ist auch schon 1:30. Den Schlafrhythmus ist mein Körper aktuell nicht mehr gewöhnt. Also, naja, war die letzten Tage wirklich immer spätestens 11:30 ins Bett gehen. Und... Oh. Meine Fresse, kann man mir das nicht gleich sagen. Ja, muss die sollte die letzten Tage halt immer um 11:30 ins Bett gehen, weil nächsten Tag war um 6 wieder aufstehen. Das schlaucht, wenn du da um 11:30 noch aufnimmst. Ja, und jetzt hat sich mein Körper wieder dran gewöhnt. Zeit hier ins Bett zu gehen. Oh Gott, tut mir sehr leid. Aber, ja. Ist halt, kennt man. Kann das jetzt auch leider nicht ändern. Ich könnte es ändern. Ich könnte die Aufnahme abbrechen und morgen weitermachen. Aber ich will jetzt weitermachen. Sicherheit. Ich gucke einfach mal hier im Questlog. Ja. Zur Krankenstation. Gehen wir mal hier runter, zur Krankenstation. Ich weiß nicht, ob wir hier hochgegangen sind, das letzte Mal. Deswegen gehen wir einfach mal runter. Halte durch. Ich weiß, an meiner Stelle hättest du längst ein Heilmittel. Was? Was wollen Sie?
Wurden sie von den Aliens angegriffen? Sie wurden mit einem Toxin vergiftet. Es hat einen Unfall gegeben. Ich habe eine Vertraulichkeitsvereinbarung unterschrieben. Ich sollte das nicht mit jemandem diskutieren, der nicht zur Firma gehört. Aber Sie sollten mit mir reden, denn ich kann Ihnen vielleicht helfen. Ich hoffe, der Firma ist unser Leben wichtiger als ein paar Geheimnisse. Kennen Sie Mira, die virtuelle Intelligenz für Gipfel 15? Sie verwaltet die Sicherheitsprotokolle für unsere Experimente hier. Das ergibt Sinn. Sie scheint ja auch alles andere zu verwalten. Mitten in einem Experiment verloren wir die Verbindung zu Mira und die Quarantäne versagte. Diese drei hier wurden einem Toxin ausgesetzt. Etwas, an dem wir gearbeitet haben. Ich verstehe Ihre Sorge, aber ich muss die Details wissen. Was Sie mir erzählen, wird diesen Raum nicht verlassen. Es ist eine Biowaffe, basierend auf einer exotischen Lebensform, die im Grenzgebiet entdeckt wurde. Sie wollten etwas, das die Kreatur töten kann. Aber mit etwas, das eine Spezies im Grenzgebiet tötet, ließ sich kein Geld machen. Wir arbeiteten weiter daran, passten sie an, damit sie auch auf andere Spezies wirkte. Toros B ist zwar hoch ansteckend, kann aber nicht von einer Person zur anderen weitergegeben werden. Wie ein Angriff mit einer Biowaffe, nur ohne anschließende Pandemie. Ganz egal, wie sicher man es macht. Biologische Waffen sind illegal. Militär, Regierungen, sie alle bekommen diese Art von Waffen, so oder so. Wir betreiben hier Schadensbegrenzung. Ich weiß, dass Sie das nicht so sehen. Es gibt einen Grund, dass laut Citadel-Konventionen Biowaffen verboten sind, Doc. Ich habe nicht erwartet, dass Sie es verstehen. Unsere Aufzeichnungen und Ausrüstung sind im Quarantänelabor eingeschlossen. Captain Ventralis will keine weitere Kontamination riskieren. Ist es gerechtfertigt, dass keiner rein darf? Nein, das Toxin hat nur eine kurze Lebensfähigkeit. Danach zerfällt es in simple Eiweißketten. Aber er will ja nicht auf mich hören. Ich werde mal mit ihm reden. Vielleicht kann ich ihn überzeugen, es mich versuchen zu lassen. Ich kann Sie nicht offiziell darum bitten, aber wenn Sie etwas tun können, wäre ich Ihnen sehr dankbar. Was ist nötig, um das Heilmittel für diese Leute zu holen? Die Quarantänelabore sind in der Nähe der Quartiere des Wissenschaftsteams. Sobald Sie drin sind, sehen Sie sich nach Aufzeichnungen um. Es geht nur darum, unsere Prozesse nachzuverfolgen. Wie schlägt sich das Wissenschaftsteam? Besser als Ventralis Wachen. Sie sind seit dem ersten Angriff kampfbereit. Ich habe Ihnen auf Ihren Wunsch Stims verabreicht. Trotzdem muss jede Spezies mal schlafen. Sie werden nervös, irrational. Sind Sie der Doktor hier? Ich bin ein Doktor, nicht der Doktor. Mein Spezialgebiet ist die Mikrobiologie, nicht Erste Hilfe. Wir hatten einen Arzt, Dr. Saleh. Er ist tot. Wir haben ihn verloren. Die Apparate können einfache Behandlungen durchführen. Mira bedient sie. Meine Fresse, sei nicht so angepasst. Wir reden später weiter. Ich hoffe, Sie können etwas tun. Ja, ich kann Ihren Kopf schießen. Da gehen wir mal wieder klauen. Ah, fuck you. So, alles nehmen. Ja, damit heißt es wieder zurück zu Captain Ventralis. Ne, Commander oder... zu Ventralis. Das war... diese Richtung, oder? Ja, runter. Steht da? Ne. Da muss ich eins weiter. Ja, wir werden jetzt mit Ventralis reden, dass er das Zeug hier rausrückt, beziehungsweise uns Zugang verschafft. Brauchen Sie etwas? Ich habe von dem Ärger im Quarantänelabor gehört und würde gern das Heilmittel gegen das Toxin holen. Himmel, ich wünschte, wir könnten den Leuten helfen. Wirklich. Aber wir können jetzt keine Ansteckung riskieren. Cohn sagt, es bestehe keine Ansteckungsgefahr. Okay, okay. Wenn Sie Ihr Leben aufs Spiel setzen wollen, Sie sind ja nicht meinem Befehl unterstellt. Ich werde der Wache Bescheid geben, Sie reinzulassen. Allerdings soll er die Tür hinter Ihnen wieder schließen. Er wird einen kompletten Scan durchführen, bevor er Sie wieder rauslässt. Sollte er irgendwelche Anomalien finden, bleiben Sie da drinnen. Hört sich nach vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen an. Ich werde die Wache anfunken und ihr Bescheid sagen. Viel Glück. Das habe ich, glaube ich, schon alles durchgefragt. Ich habe noch zu tun. Das habe ich auch. Komme ich von hier? Ja. Gut, das heißt dann, wir quaken nochmal die Wache an.
dass wir durch dürfen. Denn wir kriegen einen Multipass. Wir sind cool. Ah, cool, man kann hier ja durchgucken. Das ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Aha. Ich liebe diese Darstellung von Glas, die ist so gut. Ging es hier lang? Nein, hier ist die Krankenstation. Was haben wir hier eigentlich? Sicherheit. Achtung! Sicherheitsprotokoll ist aktiv. Bitte kontaktieren Sie vor einer Wartung den Sicherheitsdienst. Ich glaube, wenn ich da reingehe, werde ich abgeschossen. Deswegen bin ich lieber mal einen Schritt zurückgetreten. Wo musste ich denn hin? Achso. Ja. Hier vorne um die Ecke. Was sonst? Quarantäne und Unterkunft. Ah ja, genau. Speichern wir nochmal schnell. Und schon knapp 12 Minuten mit bloßem Rumrennen verballert. Ja, hätten wir uns am Anfang mal ein bisschen besser umgesehen, wären es jetzt wahrscheinlich nur 8 Minuten. Das tut mir leid. Aber ja, passiert. Ist halt meine Unfähigkeit. Kommt davon, wenn man ewig nicht spielt. Ich lese mir auch keinen Guide durch oder so. Macht das alles rein nach Gefühl. So, Ola. Lass mich durch. Was wollen Sie hier? Ich habe Ventrales Erlaubnis, da reinzugehen. Richtig, das hat er durchgegeben. Er sagte auch, dass Sie, um wieder rauszukommen, beweisen müssen, dass Sie nicht kontaminiert sind. Wenn Sie eine Todessehnsucht verspüren, können Sie auch an der Barrikade Wache schieben. Ja, nee, ich hab lieber die richtige Action. Quarantänelabor. Gucken wir mal hier drin, ob hier irgendwo was ist, aber nein, hier ist nichts. Lass mich durch. Ja, da sehe ich noch was. Medikit. Mit Medigel. Meditastisch. Ein sicherer Spind. Ja, ich lasse es ablaufen. Ich öffne das mit Medigel. So, und da habe ich schon wieder einige nette Verbesserungen gefunden. Kühlkörper 2 haben wir hier. Jetzt haben wir Kühlkörper 3 drin. Chemisch 3 ist drin, wie es scheint. Präzision runter. Chemisch 3 lassen wir drin. Netter Schrot. Kühlkörper 2. Na gut. Präzision, na gut, mit einer Schrotpräzision. das gebe ich aber in meine Sniperin. Cooldown Reduction. Aber noch was Radioaktives? Cooldown Reduction. Waffenwirkung. Nehmen wir auch mal Chemisch 3 hier noch mit rein. Na gut, das nimmt sich nicht viel. Schaden, Feuerrate und Hitzeabsorption runter. Ja, das ist der Großkaliberlauf. Okay. Hammer 2, 25% Waffenwirkung. Komm, da machen wir jetzt Brandmunition rein. Die sieht doch nett aus. Mehr Schaden und mehr Präzision. Nehmen wir mal einen Rückstoßdampfer hier rein. Und Waffenwirkung, Hammer 2. Machen wir zu Hammer 3. Sprengstoff 3. Schaden, Radius, Waffenwirkung. Ja gut. Rüstung. Der Schadensschutz ist nett, aber die Schilde gehen halt massiv runter. Nee. Gut, Lyra. Nett. Kampfsensor 1. Ach du Scheiße. Okay. Schaden gegen organische Ziele.
kriegst du halt die bessere Version davon rein. Das ist die Schrot. Nee, da hast du ein ziemliches Kackzeug. Rückstoßdämpfer passt. Panzerbrechen 2 wird zu Panzerbrechen 3. Das geht. Pistole nehmen wir die Stiletto rein. Rückstoßdämpfer 3 passt. Panzerbrechen 2 wird zu Phasenmunition. Dann. Ist das hier, glaube ich, ein guter Tausch? Visier 3. Passt. Panzerbrechen 3. Ja, Panzerbrechen 3 lassen wir drin. Das passt so. Das passt auch. Na, schwer, Mensch, scheiße. Na gut. Aber hier Schildbatterie. Gibt's nichts Besseres. Gut. Dann nochmal zu Garrus eben. Der kriegt gar keine neue Panzerung. Dafür aber ein neues Sturmgewehr. Nett. Kampfsensor 3. Das ist kacke. Hier kriegst du. Ja, verbessertes Visier passt. Panzerbrechen 2 wird zu. Panzerbrechen 3. Nein, du sollst die hier nehmen. Kampfsensor. Ja. Alles übertragen. Verbessertes Visier 2 wird zu. Ja, da kriegst du einen Kampfsensor rein. Phasenmunition 2. Machen wir radioaktiv. Kriegst eine nette neue Pistole. Mit einem besseren. Ja, nee, das bessere Visier brauchen wir auf seiner Sniper. Dann kriegst du hier auch einen Kampfsensor rein. Chemisch 3 kriegst du. Genau, verbessertes Visier 3. Mit Hammer 3. Ja, nee, kacke. Na gut, besser kriegen wir es nicht hin. Gut, dann speichern wir nochmal schnell. Okay. Ich will jetzt nur nochmal schnell durchprobieren. Verbessertes Visier haben wir gerade abgegeben. Ja. Gibt's hier irgendwo Aufzeichnungen? Scheiße, ich komme hier nicht mehr raus, oder? Bleiben Sie wachsam. Lieber kalt als tot. Okay. Scheiße. Weiß übrigens nicht, was ich hier tun soll. Ich glaube, ich muss zwischen den beiden Pfeilen hier landen. Ihre Mission endet hier, Shepard. Sehr gut. Hinterhalt! Was ist mit Ventrales Mann passiert? Ich hatte keine Erlaubnis reinzukommen. Er war im Weg. Mir wurde befohlen, sie zu eliminieren, sollte sich die Gelegenheit dazu bieten. Und da sind sie, gefangen in diesem Labor. Feuer frei! Hey, du sollst die Waffe wechseln, du Affe. Ja, Schlampe.
Ja, dann würde ich mal schnell das Squad mal wieder durchschalten. Ja, hier passt. Yara kriegt nichts Neues und Garrus kriegt nichts Neues. Krogana und Brandsprengsatz für die Granate. Ja gut. Haben wir hier irgendwas Gutes Neues bekommen? Nein, das kann man vernachlässigen. Hammer 4 ist irgendwie kacke. Nein. Na gut, dann kriegt sie Hammer 4. Obwohl. 39 Präzision. Ne, dann kriegt Liara Reaper zurück. Weil dann kriegt Garrus Hammer 4. Er ist halt eher der Sniper als Liara. Und da gibt's nichts Neues. Gut. Schnell speichern und weiter. Sie kommen da raus. Sie meinen die die anorganischen Wesen, die Asari bei sich hatte. Benicia brachte sie mit. Ich will alles über die Rachni wissen. Ich habe ihnen alles gesagt, was ich weiß. Wir haben die Rachni wiederbelebt. Im Nachhinein nicht die klügste Entscheidung. Wie komme ich in den Servicebereich? Ein Teamleiter müsste Zugang haben. Wie Dr. Kuhn. Sie finden ihn auf der Krankenstation. Ich gehe dann jetzt. Ja. Ja. Dann heißt es ab zur Krankenstation. Genau, Dr. Cohen kann ich ja jetzt, das Gegenmittel, so heißt es, überbringen. Und dann kann ich jetzt wahrscheinlich in den nächsten Bereich rein. Das freut mich doch. Ah, dieses Glas. Ich finde das Glas hier so toll. Weiß nicht, es gibt so vieles, was man halt darstellen kann hier. Wände, Türen und alles. Aber Glas, da scheitert es bei vielen Spielen. Weißt du, hier so Stahl und das ganze Gedöns, die ganzen Reflexionen kannst du so darstellen einfach. Aber wie Glas scheitert es meistens. Oder sehr gerne. Ne? Ach. Wird für einen Keller angezeigt, gut. Ja, also Glas oder Wasser. Auch an Wasser kann man, finde ich, mit der Qualität eines Spiels beurteilen. Also die Grafikqualität. Ark zum Beispiel. Das Wasser ist wunderschön. Ist das das Heilmittel? Sie haben es geschafft? Diese Asari-Wissenschaftlerin, die im Speisesaal war, hat versucht, uns zu töten. Balestia? Kaum zu glauben. Ich weiß kaum etwas über sie. Sie kam erst vor einem Monat hier an. Einer der Aktionäre hat ein paar Fäden gezogen, um sie hierher zu bekommen. Lassen Sie mich raten. Saren der Spectre? Ja, ich glaube, das war sein Name. Ich beachte die anderen Forschungsteams kaum. Sehen Sie sich die Wachen an. Sie sind noch gereizter, seit Sie hier sind. Ich glaube, die haben Sie erwartet. Im hinteren Teil sind noch mehr Labore. Die Wachen lassen nicht mal mich da rein, nur Leute mit einer Sicherheitsbescheinigung. Was ist mit dem Servicebereich? Haben Sie da Zugang? Zum Servicebereich? Klar, nehmen Sie meinen Pass. Aber da hinten ist nur Schnee. Lassen Sie mich die Ampulle mal sehen. Eine Erweiterung von Phelps Arbeit? Ich dachte mir doch, dass er auf der richtigen Fährte war. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Oh Himmel, was für ein Klischee. Sie haben Ihnen das Leben gerettet, wussten Sie das? Könnten Sie vielleicht ein paar Medikits erübrigen? Hier oben sind die mit Gold nicht aufzuwiegen. Die haben Sie aber nicht von mir. Ventralis wollte die für seine Leute haben. Ich muss das jetzt verabreichen. Danke nochmals. Jojo. Vorbildlich 24. Medigel 0. Ja, ich bin voll. Aber ich wollte halt die blaue Option wählen, weil ich es halt kann. Also die ganzen blauen Optionen wähle ich auch unter anderem deswegen, weil ich die nie gehört habe, weil ich nie Einschmeicheln geskillt habe. Scheiße, wo muss ich lang? Wieder da lang. Okay. Weil ich halt nie Einschmeicheln geskillt habe.
durch die Sicherheit komme ich noch nicht, ne? Glaube nicht. Ja, und deswegen ist das halt alles sehr neu für mich. Oder die ausgegrauten Sachen sind halt, wenn man böse ist, also einschüchtert. Ja gut, und das habe ich auch einfach noch nicht gespielt. Ich habe immer versucht, vorbildlich zu sein. Ich versuche in Spielen immer vorbildlich zu sein. Außer in Witcher. In Witcher bin ich ein Arschloch. Da gibt es ja manchmal die Option, ja, lass stecken, ich brauche kein Geld oder so. Oder war das Witcher? Ich weiß es nicht. Und ich will dann halt meistens, na, da ist doch ein bisschen mehr drin, was du mir zahlen kannst. Ja, aber das war es auch fürs Erste. Mir fällt jetzt kein guter Übergang ein, um die Folge zu beenden. Tut mir leid. Ich bin müde und dabei etwas unkreativ. Deswegen beende ich die Folge einfach so. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr genervt, dass ich etwas planlos war. Und ja, hoffe auch, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich habe sehr große Hoffnungen und sehr viele Hoffnungen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.